Junge, Junge, Junge. So, guten Morgen, meine Lieben. Wir sind hier heute in Wuppertal. Und heute ist hier der Wicked Woods Spring Break Mad Gear Contest. Ja! Also, falls ihr den jungen Mann hier neben mir nicht kennt, das ist der Malte Blum. Wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre jung. Wie lange fährst du Cityroller? Boah, so gute 8 Jahre bestimmt. Aber da fahre ich ja schon länger und ich bin schlechter, schwach. Warum fährst du heute nicht? Rentner? Rentner? Nee, das ist es tatsächlich nicht, sondern irgendjemand muss ja das Mic machen. Ich wollte es hier nicht so wie im Callcenter meinen eigenen Run dann fahren und moderieren. Das wäre aber auch mal was Wildes, wenn du so ein Mikrofon hättest dann. Wenn du die Luft hast, ja. Safe. Malte, was können wir heute hier erwarten? Was können wir heute erwarten? Ich hoffe viel, weil ich weiß ja, dass du mitfährst, deswegen erwarte ich auch sehr viel tatsächlich. Ja. Bin ich auch mal gespannt bei mir selber. Ich drück dir die Daumen. Kuss. Dome macht jetzt ein kleines Edit, ich hoffe, euch gefällt das. Digga, bester YouTuber. So, Tim. Ja. Die Frage ist jetzt, wie ist der Run gelaufen? Hast du die Halle auf Kopf gestellt? Oder? Boah, erster Run reingeschissen. So, ich habe gerade schon mit dem ersten Boxtrick nicht gelandet. Danach war irgendwie so Luft raus. Dann fragt man sich ja, woran lag's? Woran hat es gelegen? Keine Ahnung, dass ich lange keine großen Rampen gefahren bin, aber dafür tun wir noch ein bisschen mehr Motivation aus unseren Knochen saugen und den zweiten Run alles landen. Im zweiten Run wird's. Wenn das Malte sagt, let's go. Dann, let's go.
Hallöchen. Ja, sehen wir hübsch aus. Dome, wie sehen wir aus? Wie sehen wir aus? Sind wir eigentlich schon auf Band? Also, fangen wir an. Hier sind wir wieder in, auf unserer schönen Wiese. Diesmal habe ich den Dustin dabei. Was geht ab, Leute? Der Hübsche. Habt ihr schon mal ein Video von uns gesehen? Kommt bald noch eins. Ja, ja, wir wollten ja eigentlich aus dem letzten Video heraus noch mal so einen Billigroller bestellen und den mal testen. Aber wer weiß, jetzt kommt der Sommer, mal gucken. Stimmt, jetzt kommt der Sommer. Ey Jungs, was geht ab? Wie fandet ihr den Contest? Sehr gut. Sehr gut. Zweiten Runs und Best Trick hat jetzt stattgefunden. Mein zweiter Run, da kam der Dustin erst und hat sofort gesehen, wie ich. Ja, ganz schön gebailt hast du dich auf jeden Fall. Ein Quarter, da wollte er einen Wallride machen, hier oben zur Tribüne hin, und er ist aus Versehen so ein bisschen schnell gewesen, das Hinterrad ist oben rüber gerutscht und ich dachte schon erst, Alter, warum macht er denn da jetzt einen Backside Slide oben dran an dem Kubing, aber es war halt alles nicht geplant und danach gab es einen ordentlichen Faceplant. Also ja, es war sehr, sehr knapp. Das Ganze ist natürlich schade, dass sich das allgemein so nach hinten rausgezogen hat, muss man auch sagen, weil wir gerade die Jungs gefragt haben, wie sie den Contest fanden. War sehr, sehr geile Stimmung auf jeden Fall. Natürlich schade immer, wenn sich Leute verletzen und sowas. Gerade das ist das Problem, du hast nicht ganz so viele Leute, ist mega geiles Wetter, du packst sie aufs Maul, das kostet Zeit. So ist es natürlich leider vorher auch gewesen bei den ganzen anderen Kategorien. Die fliegen alle hin, hier kommen die Krankenwagen. Das ist halt immer scheiße für so ein Event, aber ich glaube, am Ende haben wir das Beste draus gemacht. Ja, ne? Mann. Also an und für sich, war ein guter Tag, war nice. Was sollen wir noch sagen? Liken? Ja, abonnieren und was war? Glocke? Glocke aktivieren und kommentieren und uns allen auf Instagram folgen. Ja, natürlich. Und mir auch. Wie heißt du? Ja, müsst ihr nicht. Wenn ihr es gut erfahrt, machen. Da kommt immer nur so. Wenn ihr so Musik hören wollt, ja. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Leute, haut rein.